Hallo! Hallo! Guten Morgen! Habt ihr geschlafen? Ja? Hallo! Hallo! Auch mal, die bauen jeden Abend bauen die hier Nest. So, jetzt haben die ein größeres Gehege bekommen, weil die Apfelzeit ist vorbei, die Ernte ist vorbei. Die dürfen nicht zu viel Fruchtzucker zu sich nehmen, deswegen haben wir das abgesteckt gehabt. So. Was steht heute an? Wir waren jetzt bei den Schweinen, wir waren mit den Hunden draußen, also die Morgenroutine ist abgearbeitet. Jetzt gehen wir nach Hause, trinken einen Saft und dann werden wir später nach Frankfurt fahren. Ja, mach mal schön sauber. So. Willst du draußen bleiben, Momo? Jetzt? Fein, Baby. So, wir müssen noch ein bisschen Sellerie haben. Sellerie. Wollt ihr geben? Fressen die Schweine den? Nee, die brauchen die Zucker. Ah, okay, perfekt. Beste Aroma. Es ist wieder Grippezeit, das heißt, es ist wichtig, seine Phytonährstoffe und Vitamine zu sich zu nehmen, um sein Immunsystem zu unterstützen. Ich nutze einen Slow Juicer, Revo 830 von Q-Wings, langsam drehende Schnecke. Somit habt ihr das bestmögliche Saftergebnis, weil keine Hitzeentwicklung stattfindet. Mit dem Code T800 bekommt ihr 10% auf alle Entsafter bei Q-Wings. Stefan, schmeckst du den Unterschied zwischen gekauftem Sellerie und selbst angebautem Sellerie? Definitiv, der Sellerie aus dem Hochbeet ist deutlich bitterer, der Strunk ist auch viel dunkelgrüner und Bitterstoffe haben ja einen maßgeblichen Einfluss auf unsere Geschmacksknospen. Also es macht auf jeden Fall Spaß, sein eigenes Gemüse im Hochbeet anzubauen. Ist super easy. Ich dachte auch mal, es ist sehr kompliziert. Lea hat es ein bisschen übernommen, muss ich ehrlich sagen. Die kümmert sich um die Pflanzen, aber das ist schon sehr nice, wenn man sein eigenes Gemüse im Garten hat. Wie nennt man so eine Matte hinten? Wie hießen die nochmal früher bei Fokuhila. Dem Fokuhila. 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 Das stimmt, würde ja auch stehen. Ja, das auf jeden Fall. Ich arbeite dran. Oh, Business hinten. Ja. Für die Dokumentation von verschiedenen Parametern mache ich einmal im Quartal ein großes Blutbild, um es zu dokumentieren. Und ich bin leicht angeschlagen. Wenn man Schnupfen hat, ja, dann ist er besonders aufmüpfig. Und du merkst tatsächlich, wie bei einem kleinen Kind, was physisch nicht ausgelastet ist, er ist ein maximaler Zappel, finde. Das ist schon ziemlich lang her, dass du krank warst, oder? Ja, 7 oder 8 Jahre, wo ich das letzte Mal krank war. Ich bin leicht angeschlagen, ich werde Akupunktur bekommen. Die Akupunktur kommt aus der chinesischen Heilmedizin und aktiviert das Immunsystem. Stefan? Ja? Passt du da drauf? Auf die Liege? Ja. Selbstverständlich. Sehr zart. Es ist auf jeden Fall eine altbewährte Therapiemethode und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und Boris ist natürlich die beste Adresse für eine Akupunktur. Lea, ich habe dich 2 Monate nicht gesehen. Was ging ab? Was ist passiert? Ja, ich habe in der Tat massiv abgenommen. In der Summe waren es irgendwann mal 8 Kilo. Bei mir sind 8 Kilo richtig viel. Bei 1,78 wiege ich in der Regel so um die 58 Kilo und bin dann auch gut im Training. Wenn dann diese 8 Kilo fehlen, ich war zeitweise auch mal bei knapp 49 Kilo, oh, dann ist das schon echt dramatisch. Das Ganze fing wirklich in der Türkei an mit dieser Lebensmittelintoxikation. Wir wissen mittlerweile, dass ich höchstwahrscheinlich
irgendwie kontaminiertes Trinkwasser zu mir genommen habe, vielleicht durch Obst oder Gemüse, was damit gewaschen wurde. Und Lebensmittelvergiftung dachte ich, hätte ich in der Türkei dann irgendwann ganz gut überwunden. Aber die Überbleibsel oder die Nachwehen haben sich erst Wochen später bemerkbar gemacht, als ich festgestellt habe, dass ich immer mehr abgenommen habe. Ich habe nicht verstanden, wieso. Ich hatte an sich ein super gutes Energielevel, hatte auch Wettkampfambitionen, war voll im Training, voll im Saft, hat richtig schön Maximalkraft trainiert. Ja, Wettkampfambitionen. Aber habe trotz meines eigentlich sehr gut ausgeklügelten Ernährungsplans abgenommen. Was denkst du, wie lange das noch ungefähr dauern wird, bis bei Lea alles wieder im Lot ist? Ja. Naja, also dadurch, dass sie da der Körper, ja, ihr Magen-Darm-Trakt da halt Vorerfahrungen hat, muss man sagen, wird das halt ein bisschen länger dauern. Stefan, wer ist die Person auf den Socken? Das ist Karl, der Weimarer, der wohnt in Berlin. Der hat mir diese Socken geschenkt. Okay. Auf der Zunge hat alles eine Bedeutung. Jeder Riss, jede Delle, jede Furche, der Belag, ist die Zunge rot, blass, dick, dünn, schleimig, trocken. Wie streckt der Patient die raus? Und das sagt einem etwas über den Zustand sozusagen des Patienten aus und dann auch über die Konstitution, also was für ein Konstitutionstyp ist das. Ja? Mhm. Und auch ein bisschen so wie lange ist schon was dann am Ablaufen im Körper, das sieht man da auch. Also akut oder nicht akut. Mhm. Genau, bitte hinlegen und langsam. Ich zum Beispiel, ich schrubbe meine Zunge immer so richtig nach dem Zähneputzen. Ja. Sieht man dann trotzdem so. Ja, genau. Also man würde halt im Zweifelsfall den Schleim nicht mehr so sehen. Das ist natürlich schlau. Aber ist nur Spaß. Aber man kann natürlich lieber, wenn man da dann zum Arzt für chinesische Medizin geht, vielleicht die Zunge dann nicht schrubben, ja? Das ist tatsächlich, das ist nicht schlimm. Aber die Physiologie ist auch sehr, sehr schnell. Also wenn man die jetzt schrubbt, dann ist das eine Stunde später oder so, ist es wieder im alten Zustand. Die Punkte werden jetzt gesetzt, weil Stefan erkältet ist, richtig? Zum Beispiel, genau. Ne, das sind zum Beispiel Dickdarmpunkte und Lungenpunkte. Die haben auch eine immunstimulierende Fähigkeit sozusagen. Ne, und natürlich auch ein bisschen, was ich jetzt an der Zunge gesehen hatte, weil das auch immer so energetisch noch mit behandelt wird. Also so eine Kombi. Mhm. Die Lunge ist ja sozusagen ein ganz wichtiger Bereich in der chinesischen Medizin, ist wie so ein Schutzschild um den Körper. Ja? Ich sage immer wie bei Raumschiff Enterprise, ja? Schützt uns vor äußeren Einflüssen, zu viel Wind, zu viel Kälte, zu viel Hitze, zu viel Feuchtigkeit. Ja, und das ist halt bei den Erkältungen so, dass dann der chinesische Arzt sagt, dann trinkt der Wind ein, ja? Und der zerrüttet dann im Kopf. Der Kopf ist die Krone des Baumes, ja? Und dann zerrüttet er die Äste. Und dann kann Krankheit eindringen, ja, Kälte, Nässe, Feuchtigkeit, und das fürchtet der chinesische Arzt und auch die Patienten. Ja. Und man reguliert immer ein bisschen energetisch das Qi sozusagen, ja, auch das machen wir gerade. Gut, das reicht. Hallo, Boris. Jawohl. Stefan, spürt man das? Ja, definitiv. Also man merkt auch, dass der Körper gereizt ist an manchen Punkten, wenn die Nadel gesetzt wird, man merkt es. Ist unangenehm manchmal, aber ich muss sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Akupunktur. Ich bin ja jemand, der die alternative Medizin sehr schätzt und viel damit arbeitet. Und Akupunktur hat mir über Jahre hinweg geholfen, mein Immunsystem zu stärken und schneller zu regenerieren. Nach dem Essen ist schon immer... Lea sieht aus wie die Bewohner von der Grinch. Der Grinch, kennst du mit... Jim Carrey? Mit Jim Carrey, der Grinch. Wie heißt denn nochmal? Die Teletubbies. Ich bin ja die Stärkere von uns beiden, wie wir wissen. Ah, okay. Und, mich hat die Erkältung noch nicht niedergestreckt. Deswegen kriege ich nur ein paar Boosterpunkte gesetzt. Insbesondere für die Gewichtszunahme. Ich bin nämlich jetzt wieder mal in der Massephase. Die beste Phase, die es gibt. Okay. Die? Ja. Auf dem Kopf und in den Ohren. Oh ja, jetzt wackeln sie. Genau. Lea, die Antennen sind angesteckt. Okay. Du bist bereit zum Empfang. Sie wackeln. Wir sind ja vorhin da stehen geblieben. Es wackelt. Geil. Wir sind ja... No. Okay. Wieder mal. Top. Wir sind ja vorhin stehen geblieben, dass du in Deutschland wieder ins Krankenhaus gekommen bist.
Leider ja. Ich habe die Lebensmittelintoxikation in der Türkei ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, ich sei vollends auskuriert, habe aber so ein paar Überbleibsel mit nach Deutschland geschleppt und höchstwahrscheinlich verschleppt. Mhm. Ich war hier dann aber wieder so in meinem Alltag und auf Autopilot, dass ich höchstwahrscheinlich die ersten Anzeichen nicht so ganz gemerkt habe, wie zum Beispiel, dass mein Bauch nach dem Essen einfach brennt wie Feuer. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eine chronische Gastritis, also eine Entzündung der Magenschleimhäute davongetragen und eine Duodenitis, das heißt der Zwölffingerdarm hat sich entzündet. Es konnte kein akuter Keim oder Parasit mehr festgestellt werden, aber der hat natürlich massiven Schaden hinterlassen. Und deswegen hatte ich auch diesen erheblichen Gewichtsverlust, weil einfach der ganze Magen-Darm-Trakt so akut entzündet war, konnte ich irgendwann die Nahrung gar nicht mehr richtig verstoffwechseln. Mhm. Ich habe zwar gegessen wie ein Weltmeister, teilweise auch hochkalorische Kost, 5000 Kalorien am Tag, Astronautendrinks, das volle Programm, weil ich habe ja irgendwann gemerkt, boah krass, es wird irgendwie alles immer weniger, wollte für die Hochzeit auch super gut aussehen, ist ja klar, wer will das nicht an so einem großen Tag, und trotzdem wurde halt alles irgendwie immer weniger und ich wusste nicht warum. Ich hatte höllische Schmerzen. Und irgendwann fing die Reiherei wieder an. Das heißt, egal was ich gegessen habe, egal wie gesund, wie entzündungshemmend, wie basisch, es ist alles immer wieder rausgekommen. Und dann war irgendwann Endstation Krankenhaus. Da wurde dann alles vollends untersucht mit Endoskopie und dem ganzen Programm. Und da haben wir leider festgestellt, dass der Keim mich richtig zerlegt hat. Stefan, du trainierst ja jeden Tag. Jetzt bist du krank und kannst nicht trainieren. Was macht das mit dir? Ich bin natürlich nicht ausgelastet, dadurch, was wahrscheinlich sehr anstrengend für meine Umwelt ist. Denn ich bin sehr aktiv dadurch. Aber es ist wichtig, dass man sich auskuriert und dem Körper einfach Zeit gibt in dem Moment. Trainiert nicht, wenn ihr krank seid. Der Körper sendet nicht umsonst das Signal, dass man sich nicht gut fühlt. Man soll dem Körper Ruhe geben und sich auskurieren. Ganz wichtig. Muss man nach einer Akupunkturbehandlung auf irgendwas achten, oder? Also man sollte jetzt nicht gleich sofort Vollgas geben, oder zum Beispiel fragen mich manchmal die Patienten, ob sie jetzt sofort ins Training könnten. Mhm. Das würde ich nochmal so eine Stunde warten, weil so neurophysiologisch wissen wir, dass im Körper, im Gehirn Botenstoffe ausgeschüttet werden, die sich jetzt über den Körper verteilt haben. Und da würde ich erstmal noch ein bisschen langsam machen, aber nach ein, zwei Stunden kann man dann schon ganz normal den Tag verbringen. Also außer man hätte jetzt tatsächlich ganz massive Beschwerden, also dass es sich beim Bandscheibenvorfall oder so, das wissen die Patienten dann. Ne? Aber sonst kann man eigentlich nach Akupunktur alles machen. Ne? Okay, super. Aber ich muss auch sagen, es schlaucht schon. Also ich bin danach meistens so ein bisschen kaputt. Mhm. Ja, ich merke es auch. Und auch jetzt gerade, als Boris die Nadeln gesetzt hat, ist so richtig so ein Hitzeschwall in mir aufgekommen. Krass. Man merkt direkt, wie das abgeht. Ja. Ja, der Körper weiß halt nicht, werde ich akupunktiert, bin ich hingefallen, hatte ich einen Unfall. Der weiß nur, oh, es blutet, es piekst und dann schüttet das Gehirn Botenstoffe aus. Ja, und das macht dann immer was mit dem Menschen, ja. Stefan, du bist ja aktuell krank und kannst nicht trainieren. Hattest du schon mal eine Frage? Bitte? Ich bin grundsätzlich krank. Okay, geil. Dann ist das geklärt. Hattest du schon mal eine Phase gehabt, wo du über einen längeren Zeitraum nicht trainieren konntest? Ja, tatsächlich bei meiner Corona-Infektion. Ich glaube, ich 3 oder 4 Wochen nicht trainiert, weil es war sogar schwierig, spazieren zu gehen mit den Hunden. Ja, ich war halt einfach super erschöpft die ganze Zeit. Mein Energielevel war wirklich im Keller und deswegen hat es einfach Sinn gemacht, zu warten, bis der Körper 100% regeneriert ist. Man muss ja auch immer so denken, der Körper ist ja, wenn er komplett ausgeheilt ist, danach deutlich stärker. Und wenn man dem Immunsystem diese Zeit gibt, damit man komplett regeneriert, sich von der Krankheit erholt und dann starten wir mit Version 2.0 wieder in den Alltag. Okay, geil. Und was sagst du zu Muscle Memory? Weil oft ist es ja so, wenn man über einen längeren Zeitraum nicht trainieren kann, dass man dann Angst hat, Muskelmasse zu verlieren. Ist die Angst berechtigt oder ist sie eher unberechtigt? Ja, am Ende des Tages ist es einfach ein Prozess, der stattfindet. Man kann nicht trainieren, dadurch hat man natürlich einen leichten Muskelschwund. Aber rein theoretisch kann man die Muskulatur nur durch seine Gedanken trainieren. Das heißt, man sieht es ja im Neurobereich, wie Personen, die bettlägerig sind zum Beispiel, bestimmte Muskelfasern aktivieren, visualisieren, wie sie Muskulatur nutzen und in dem Moment fast den gleichen Reiz generieren können, wie wenn man tatsächlich physisch trainiert. Es gibt Studien zu, sehr interessant.
Geil, ist auch geil. So lecker bestimmt. Guten Appetit, Stefan. Danke dir. Guten Appetit, Sinan. Danke. Wir essen Tee. Tee und Brot bei mir auf dem Speiseplan. Darfst noch nicht reinhauen, ne? Ich darf nichts essen, was auch nur ansatzweise anstrengend für den Magen-Darm-Trakt in der Verdauung ist. Und davon nur ganz, ganz kleine Mengen. Das ist total traurig, aber so ist es. Nudeln, Brühe und das war's. Ja, ihr achtet ja immer auf eure Ernährung. Aber in so einem besonderen Fall ist es ja ganz anders. Erzähl mal. Und es ist besonders fies, weil normalerweise würde man ja denken, gerade super viel Gemüse, Obst, Vitamine sind genau das, was der Körper braucht, wenn du krank bist. Wenn aber genau der Verdauungstrakt chronisch bzw. akut entzündet ist, dann kannst du genau das nicht verstoffwechseln. Und ich esse und esse und esse und verliere einfach Gewicht. Und das Fiese ist ja, wenn du abnimmst, die Leute kommen auf dich zu und sagen, oh mein Gott, bist du dünn geworden? Ja. Und das ist sicherlich noch nicht mal böse gemeint, aber trotzdem, das ist schon unangenehm. Es baut ja auch einen extremen psychischen Druck auf, wenn dir jeder sagt, oh mein Gott, du bist so dünn. Mhm. Ja, ich weiß es. Ich fühle mich scheiße deswegen. Aber ich kann nichts ändern. Ich esse 5000 Kalorien am Tag. Es passiert nichts. Mhm. Und das hat mich natürlich krass frustriert. Also mega, was soll ich sagen? Das ist, du weißt nicht, was mit deinem Körper los ist. Du versuchst alles richtig zu machen und dann klappt es trotzdem nicht. Deswegen muss ich dir sagen, ganz ehrlich, Sinan, Krankenhaus ist immer scheiße und du fühlst dich immer ja, schwach und irgendwie hilflos. Aber in dem Fall ist so eine Diagnose auch oft was Gutes, weil wir wussten, okay, Auslöser ist dieser hochtoxische Keim oder Parasit, was auch immer, ja, aus dem Auslandsaufenthalt, der zwar jetzt nicht mehr da ist, aber eben seine Spuren hinterlassen hat. Und dann weißt du, woran du bist. Oder ich darf so gut wie nichts essen, was ansatzweise aufwendig in der Verdauung ist. Ja. Das heißt eigentlich nur Rüben und Knollen. Ohne alles. Und das so richtig schön püriert. Aber ich muss sagen, es ist schon ein maximales Upgrade von einer Woche Infusion zu einer Tasse klarer Brühe am Tag. Ist jetzt so ein bisschen Knollenbrei und Babybrei. Ist schon ein richtiger Jackpot. Normalerweise gibt Lea nicht so gerne so viel Preis auf Social Media, gerade in Bezug auf gesundheitliche Probleme. Aber in diesem Fall... Naja, zum einen haben wir uns überlegt, gehört das auch so ein bisschen zu einer authentischen Berichterstattung dazu oder wenn wir schon sehr viel von unserem... Bitte nicht, das ist meine Pastinake. Okay, Entschuldigung. Wow. Gehört das natürlich auch so ein bisschen mit dazu. Wir können ja nicht immer nur die Schokoladenseite porträtieren. Wir porträtieren sehr viel von unserem Alltag, von unserem Lifestyle. Und da gehört leider auch manchmal so ein bisschen Kuhscheiße mit dazu. Und zum anderen haben wir uns überlegt, man durchgeht ja immer so gewisse Phasen. Am Anfang bist du super schockiert, dann bist du total frustriert. Und wir haben, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, trotzdem in dieser Krise irgendwie noch das eine oder andere Positive zu sehen und das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, das wiederum hat für jedermann sicherlich einen Mehrwert oder kann als Inspiration dienen. Und deswegen wollten wir das dann nicht vorenthalten, zumal ja auch sich die Ereignisse jetzt ändern. Wir müssen die große Hochzeitsfeier absagen. Ich sehe zwar so wieder relativ spritzig aus, trotz der minus 8 Kilo, aber ich habe gestern festgestellt, ich muss nur eine Schubkarre schieben und brauche danach wieder 2 Stunden Mittagsschlaf, weil ich halt einfach so erschöpft bin. Und wenn du halt einfach ja, zu lange nicht die richtigen Nährstoffe bekommen hast, die du eigentlich brauchst, das zerrt an allen Organen, an allen Kräften. Und das müssen wir jetzt langsam wieder aufbauen. Brauche aber leider extrem viel Zeit. Ich bin mit den Medikamenten super stabilisiert, passt alles, aber es war am Anfang doch ultra frustrierend, weil es vor allem nicht der erste gesundheitliche Einbruch ist. Dann waren natürlich so alltägliche Sprüche von Stefan wie, ich soll mich glücklich schätzen, weil ich liege ja nicht im Schützengraben und habe noch beide Beine. Nicht immer so hilfreich, aber gut gemeint. Klar, er hat recht, aber auf der anderen Seite, in meiner kleinen Lea-Welt, war es in dem Moment super schlimm. Ich hatte mega Schmerzen, ich konnte tagelang nichts mehr essen, ich wusste nicht, was los ist. Und es ist halt auch immer jeder, der in irgendeiner Krise steckt, gesundheitlich krank ist oder andere Themen hat, in der eigenen kleinen persönlichen Welt hat alles ja auch irgendwo eine Berechtigung und man darf auch mal traurig sein und frustriert sein, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dich niemals fragst, warum ich oder warum jetzt so und so und so, das ist egal. Das ändert nichts und das holt dich auch aus der Situation nicht heraus, sondern dass du halt einfach
dich auf die kleinen, schönen, positiven Dinge konzentrierst und die richtig feierst. Und das ist dann sowas wie 5 Tage lang nichts essen können und dann kriegst du eine Tasse Brühe. Das ist der Jackpot. Das ist absolut obergeil. Oder auch so kleine Morgenroutinen, dass du halt morgens aufstehst, auch wenn du dich scheiße fühlst, du ziehst dich trotzdem hübsch an, machst irgendwas und versuchst halt einfach so ein bisschen deine Routinen durchzuziehen, auch wenn es dir vielleicht nicht leicht fällt und auch wenn sie vielleicht abgespeckt sind, dass du aber trotzdem ja, einfach weitermachst. Weil am Ende des Tages, wenn ich da jetzt sitze und traurig bin, hat Stefan auch immer wieder gesagt, ändert auch nichts. Ändert nichts, dadurch werde ich nicht gesünder. Energieverschwendung. So war sie auch im Leichtgewicht sehr glücklich. Stefan. Okay, ja, sehr cool. Und sonst so? Nix, das war's. Aber die wichtigste Message ist, die Hochzeitsfeier wird nachgeholt. Da freuen wir uns drauf. Komm her, Schatzi. Komm zu mir. Nein, okay. Die aufgestellte Frage ist, welches Supplement eingenommen werden soll, wenn man nur ein Supplement nutzt? Meine Antwort darauf, definitiv Kreatin. Kreatin hat einen positiven Effekt auf eure Kraftausdauer und auf eure Kraftwerte. Es verschafft dem Körper ein höheres Muskelvolumen in dem Moment. Damit kann mehr Last bewegt werden, ein besserer Muskelreiz, was wieder zu mehr Muskelwachstum führt am Ende des Tages. Außerdem ist es nicht nur im physischen Bereich ein absoluter Gamechanger, sondern auch im geistigen Bereich, denn 5-10% der Kreatinspeicher sitzen in Hirn und Hoden. Es gibt auch eine Korrelationsstudie zu Demenzerkrankungen, die neu rausgekommen ist, auch sehr interessant. Baut Kreatin auf jeden Fall in euer Supplementplan ein. Mit dem Code T800 bekommt ihr 10%. Cheers! Und schaut natürlich auch im Team Pütz Shop vorbei. Dort gibt es jetzt hier diesen Sellerie-Hoodie, passend zur Herbstjahreszeit, aus nachhaltiger Biobaumwolle. Und in der Videobeschreibung kommt ihr zum Shop. Stefan, wir haben noch ein paar Fragen. Ich fange einfach mal an, ja? Yes, let's go. Sehr gut. Prinz aus Amunda schreibt, hey Stefan, mich interessiert, wie du mit Erkrankungen umgehst, beispielsweise Erkältung oder Grippe. Was tust du präventiv, um diese zu umgehen? Und was tust du, um bei einer Erkrankung schnellstmöglich zu regenerieren? Liebe Grüße und viel Spaß bei deiner Hochzeit. Vielen lieben Dank, lieber Prinz von Zamunda. Das passt natürlich perfekt jetzt in unser Topic hier rein, denn ich bin krank. Henry ist auch krank, der hat Zwingerhusten, nämlich deswegen keucht er so die ganze Zeit rum. Das A und O ist natürlich, dass du deinen Organismus in dem Moment schonst. Das heißt, kein Stress, keine körperliche Belastung. Ich werde oft gefragt, soll ich trainieren, wenn ich krank bin? Nein, auf gar keinen Fall. Ralfi, kannst du aufhören damit? Dann könnte ich die Frage weitermachen. Komm mal her. Das heißt, keine physische Auslastung, gesunde Ernährung, dem Körper Ruhe geben, kein Stress und dann komplett warten, bis man wieder 100% auskuriert ist und danach ist das Immunsystem stärker. Man kann natürlich auf alternativem Heilweg noch ein paar Therapiemethoden hinzufügen, wie zum Beispiel die Akupunktur heute oder Atemübungen können auch auf jeden Fall helfen, Sauerstoffsättigungsübungen helfen nachweislich dabei, dass der Körper heilt in dem Moment. Und natürlich Knollen wie Ingwer, Kurkuma, Kurkumin in Kombination mit Peperin sind Supplements, die das Immunsystem unterstützen und einen entzündungshemmenden Effekt auf den Körper haben. Die nächste Frage ist, was hältst du von alternativen Heilmethoden im Vergleich zu klassischen Tabletten etc.? Beispielsweise in Japan ist ja Waldbaden eine anerkannte Therapiemethode. Alternative Heilmethoden sind der absolute Gamechanger. Ich bin selbst ein sehr naturbelassener Mensch, bin ein großer Fan von Naturheilkunde, versuche so wenig Medikamente wie nötig einzunehmen, außer es ist nicht anders möglich. Und ich muss sagen, dass die Fachexpertise gerade von der japanischen und chinesischen Heilkultur, die sich über Jahrtausende etabliert hat, einfach sehr beeindruckend ist. Weil als wir noch irgendwie im Mittelalter rumgedümpelt sind, was der Steinzeit damals entsprochen hat, war das schon eine richtige Hochkultur, die medizinische Fachexpertise entwickelt hat. Und das Waldbaden ist ja eine anerkannte Therapiemethode, die in Japan von Ärzten verschrieben wird. Wer sich damit befassen möchte, gerade der Biophilia-Effekt, eins meiner Lieblingsbücher im Übrigen von Arvai, der leider verstorben ist im Februar,
thematisiert die Vorteile des Biophilia-Effekts und des Waldbadens sehr gut. Was haben Terpene für einen Einfluss auf den menschlichen Organismus und wie schnell der Körper in der Umgebung Wald regeneriert? Also schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Es ist ein absoluter Klassiker und sollte in jedem Bücherregal stehen. Die nächste Frage kommt von Vencello. Hallo Stefan, wie bist du rangegangen, als du deinen Trainingsplan erstellt hast? Woher beziehst du dein Wissen und wie wägst du ab, ob eine Übung für dich förderlich ist? Das ist eine sehr gute Frage. Hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen, wie ist dein Ist-Zustand? Wo soll die Reise hingehen? Deine Zielsetzung? Hast du Wettkampfambitionen als Athlet oder trainierst du, um fit und gesund zu sein? Am Ende brauchst du die richtige Konzeption aus Krafttraining und Conditioning. Krafttraining ist extrem wichtig, um Muskulatur zu generieren. Ich bin Fan von Verbundübungen, das heißt Kreuzheben, Kniebeuge, Bankdrücken, Klimmzüge und Liegestütz zum Beispiel, aber auch olympisches Gewichtheben baue ich regelmäßig in mein Training ein. Ich bin auch ein großer Fan von Kettlebells, da es den funktionalen Aspekt und die Muskelkette nochmal ganz anders stimuliert in dem Moment. Dann dein Conditioning-Training ist extrem wichtig. Haben wir im Longevity-Vlog thematisiert. Einmal in der Videobeschreibung verlinken wir das unten. Zone 2 und Zone 5 im Pulsbereich sind ganz wichtig, dass hier ein Reiz gesetzt wird, einmal pro Woche, um die kardiovaskuläre Auslastung zu gewährleisten. Somit sind wir auf regenerativer Ebene viel leistungsfähiger und sind besser vorbereitet, wenn unser Organismus zum Beispiel erkrankt. Wir können schneller regenerieren und haben ein besseres Immunsystem dadurch. Am Ende empfehle ich dir auf jeden Fall, dokumentiere alles, weil das ist einmal Motivation für dich, denn du siehst, okay, was habe ich in den letzten 2 bis 3 Monaten geschafft? Wie hat sich meine Leistung verbessert? Denn irgendwann wird deine Erinnerung verschwimmen und wenn du dokumentierst, hast du wie ein Logbuch, wo du immer wieder reinschauen kannst und was dich auch motiviert. Geh ins Gym, trainiere, dokumentiere alles und setz regelmäßig neue Reize in Form von neuen Übungen. Ich gebe dir jetzt 2 Seiten an die Hand, die dir helfen werden, dein Krafttraining und dein Conditioning zu optimieren. Einmal Real Game Athletic, verlinke ich auch unten, und Squad University. Vencello gewinnt das T800-Paket für seine Frage mit der Trainingskonzeption. Ich denke, dass diese Frage von vielen Menschen gestellt wird, wie soll ich meine Trainingskonzeption erstellen, welche Übungen soll ich auswählen. Vielen lieben Dank für die Frage. Du hast das T800-Paket im Wert von 100 Euro gewonnen und auch in diesem Vlog gibt es natürlich wieder ein T800-Paket im Wert von 100 Euro für die beste Frage und die besten Fragen werden aufgegriffen und werden thematisiert. Schreibt eure Frage in die Kommentarfunktion unten rein und vielleicht werden wir sie im nächsten Vlog dann aufgreifen. Bis zum nächsten Vlog. Thank you.